In Wien gibt es eine Änderung bei der Gültigkeit der Tests an den Schulen, obwohl sich rechtlich gesehen nichts ändert. Die Stadt Wien wird die sogenannten Ninja-Pässe von Volksschulkindern auch an den Wochenenden tolerieren, sofern darin alle drei Sticker der jeweiligen Woche vorhanden sind. Damit kann man also auch mit dem Ninja-Pass am Wochenende, beispielsweise am Sonntag, ein Restaurant besuchen gehen. Die entsprechende Verordnung sieht dies jedoch nicht vor, denn PCR-Testergebnisse sind bei Kindern unter 12 Jahren nur 72 Stunden lang gültig. Dies bedeutet rein rechtlich gesehen, dass ab Samstag früh der Ninja-Pass nicht mehr außerschulisch als Nachweis verwendet werden darf. Die Stadt Wien hat sich nun aber dazu entschieden, dass man keine Strafen verhängt, wenn getestete Kinder unter 12 Jahren mit vollständigem Ninja-Pass am Wochenende etwa in Lokalen angetroffen werden. Eine sogenannte Lex Imperfecta, also ein sanktionsloses Gesetz. Ist die jeweilige Wochentestserie für den Ninja-Pass nicht komplett, dann gelten die Tests nur einzeln und eben jener vom Mittwoch nur 72 Stunden lang. Für Kids und Jugendliche unter 12 Jahren ändert sich hier nicht viel. Für die gilt bzw. sie müssen mit der für sie in Wien verkürzten PCR-Test Gültigkeitsdauer von 48 Stunden leben. Im Rathaus wird jedoch betont, dass es trotzdem sein kann, dass ein Wirt den Eintritt mit einem vollständig ausgefüllten Ninja-Pass verwehrt. In einem solchen Fall würde er sich wohl dann auf die gültigen Verordnungen des Bundes berufen und hätte vom Wortlaut der Verordnung her auch recht. So gesehen eine Grauzone also.